Hallo liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald. Heute stelle ich euch ein ganz besonderes Instrument vor. Um was es sich bei diesem Instrument hier handelt, erzähle ich euch direkt nach dem Intro. Hallo liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald. Heute möchte ich euch ein ganz besonderes Instrument vorstellen, ein Schmetterlingsflügel aus der Fabrikation von Sören Jensen aus Skandinavien. Das Besondere an dem Flügel ist die Form mit den zu beiden Seiten hochzuklappenden Deckelteilen. Eine weitere Form dieser Flügel waren damals die Glockenflügel. Dieser Flügel ist in Birke furniert, bemalt mit kleinen Miniaturen, mit nordischen Mythen und Geschichten. Und zusätzlich dazu hier diese Bronzegüsse an den Beinen. Es ist tatsächlich richtige Bronze, ist nur mal irgendwann übergemalt worden, weil es nicht mehr so schön geglänzt hat. Und bemalt worden ist dieser Flügel von einem dänischen Maler namens Gudmund Henze. Der ist auch ein ganz bekannter Maler und war in Dänemark auch in einer Künstlergruppe organisiert. Der Flügel ist 1918 gebaut und bemalt worden. Und hier haben wir dann noch das schöne Notenpult dazu. Könnte eigentlich so ein richtiger Flügel für so ein kleines Schloss sein oder sowas. Also ist richtig niedlich. Auf der Innenseite sieht man hier, dass das Birke furniert tatsächlich tiefgrün. Ich muss mal gucken, ob ich das weiter aufmachen kann, dann kann man es besser sehen. Tiefgrün eingebeizt worden ist, sieht also auch wirklich sehr, sehr schön aus. Vom Flügel her ist es jetzt nichts Besonderes in der Fertigung, ist ganz gut gemacht, aber auch kein herausragendes Instrument, schon allein aufgrund der Konstruktion nicht. Aber er funktioniert, er spielt und wird aber, denke ich mal, hauptsächlich verkauft werden wegen des ansprechenden Gehäuses. Und wir halten euch bezüglich des Flügels auf dem Laufenden. Wenn euch das Video gefallen hat und der Flügel gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert, ganz wichtig, unseren Kanal und ruft uns gerne an unter der 02307 12 12 5. Jetzt gleich zeigen wir euch noch einige Nahaufnahmen von den einzelnen Gemälden. Da sind ein paar Sachen bei, die sind richtig gruselig, so wie kleine Kobolde, Kinderklauen und sowas. Also mein Favorite wären die Gemälde jetzt nicht, aber Geschmäcker sind verschieden und guckt es euch einfach an. Tschüss!